Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu meinem ersten Part von meinem Let's Play OMSI, der Omnibus Simulator. Und ja, wir befinden uns auf der Map Grundorf und fahren heute die Linie 76 von der Nordspitze Bauernhof, das ist dieser Platz hier, zum Krankenhaus. Kurze Linie mit 7 Haltestellen, aber für den ersten Part reicht das, denke ich, erstmal. Und ja. Wir können jetzt auswählen, ob wir hier einen neuen Bus auswählen möchten oder ob wir jetzt hier diesen KI-Bus übernehmen können. Und ich denke, wir übernehmen gleich diesen Bus hier. Und ja, wechseln wir mal hier zu und dann öffnen wir das Menü. Das werdet ihr jetzt leider nicht sehen, aber das macht nichts. Das ist ja immer so ein Problem beim OMSI, das nimmt ja die Menüs mal nicht mit auf. So. Wir übernehmen jetzt den aktuellen Bus. So. Und wir haben Verfrühung, ja genau, 5 Minuten haben wir jetzt Zeit. So. Das ist also unser Cockpit. Und ja. Sehr schön gemacht von den Herstellern. Man kann hier wirklich alles bedienen. Man kann hier zum Beispiel Fenster öffnen und schließen. Man kann jetzt hier Motor starten. Elektrik ist ja schon an, das macht man dann hiermit. Das kann man auch alles via Tastatur machen. Dazu muss man dann eben ins Handbuch gucken, denn das Spiel hat ja leider kein Tutorial an sich. Aber egal. So, dann schließen wir jetzt hier mal die Tür. So, das ist die Fahrgastansicht. Das kann man hier mit den Pfeiltasten auch noch. Hier von oben. Vorne, oben. Dann hier. Und hier die Türansicht. Aber wir wechseln zurück an unseren Arbeitsplatz. Ja, also das ist wirklich schön. Auch der Sound ist sehr schön gemacht. Gut. So, dann lösen wir mal die Feststellbremse, die Haltestellenbremse. Und ja, der Bus bewegt sich jetzt nicht. So, scheiße, warum nicht? Gang. Ja, genau, der Gang war nicht drin. So, dann fahren wir zur Starthaltestelle. Die ist da. Türen öffnen und ach ja, Mensch, da habe ich ja noch was vergessen. Wir müssen ja noch die Zielanzeige umstellen. Das werdet ihr jetzt auch wieder nicht sehen, das Fenster. So, das ist also die 76 zum Krankenhaus. Und dann zack. Und dann müsste sich das auch umstellen. Einstellendorf, Krankenhaus. Genau. Dann dürften die Fahrgäste auch schon kommen. Ja, da kommen sie auch an. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Einmal Kurzstrecke bitte. Ja, Kurzstrecke, das wäre das. So, 5, 4. Danke. 2:30, bitteschön. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Jawohl. 10, 9. Danke. 1 Mark zurück. 1 Mark deswegen, weil das Spiel ja im Jahr 1989 spielt. Das heißt, da gab es also noch Mark. Ja. So. Stellen wir die Uhrzeit ein bisschen vor. Auf 10 Uhr. Ja, immer 10 Uhr 6:26. Also jetzt haben wir noch eine halbe Minute Zeit. Ja, und das Geile an dem Spiel ist ja auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel irgendeinen Fahrfehler begeht, dann meckern die Fahrgäste über den Fahrstil. Also wenn man jetzt zum Beispiel über einen Bordstein fährt oder man bremst zu stark ab, dann meckern die Fahrgäste rum. Ich hoffe, das wird mir jetzt hier nicht passieren. So, wir können abfahren. Los geht's. Oder auch wenn der Bus zu kalt oder zu warm ist, meckern sie auch. Also das ist wirklich schon schön gemacht alles. So, wenn mein Fahrstil jetzt immer etwas nicht gut ist, bitte nicht drüber aufregen. Ich bin nicht der beste Fahrer, aber ich bemühe mich. Rote Ampel. Ja, das ist das Nervigste an den Spielen. Aber da wird es auch schon grün. Gut, Gott sei Dank. Und da ist auch schon die nächste Haltestelle. Bahnhof Nordspitze.
Nicht so alt, Bahnhof. Nordspitze, auf der Map gibt es ja keine Haltestellenansagen. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte? Entschuldigen Sie, ich wollte eigentlich eine andere Fahrkarte. Ach ja, Entschuldigung. Genau, die war's. 10, 9, 8, 7. Nee, Quatsch, das war falsch. 5, 5. Fehlt da nicht noch Rückgeld? Ja. Reicht alles? Ah, nee, wieso? 10, 9, 8, 7, ja, fehlt 7. Fehlt da nicht noch Rückgeld? Ja, 7. 30. Nee. Hä? Natürlich. Da waren 6, 30. Fehlt da nicht noch Rückgeld? Mensch! 10, 9, 8. Entschuldigung, da fehlt doch noch was. Ja, 10, 9, 8. Minus hallo. 70. 10, 9. Minus hallo. 77, ja. 10, 70. 70, Mensch. Natürlich. Wie ist jetzt hier die? 20. Okay, jetzt mache ich das ganz anders. Damit das hier jetzt ein bisschen einfacher wird, stelle ich den Fahrgastverkauf auf. Dankeschön. Automatisch, also auf einfach. Keine Fahrkarte bitte. Ja. Es geht auch schon viel besser, Junge. Ja, Entschuldigung, keine das war jetzt. Dankeschön. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Entschuldigung. Schon nochmal eine Minute Verspätung. Aber gut. Ich kann nicht rechnen, jedoch. So, nächster Halt, Elsterplatz. Wieder welche anhalten. Was hupst du so? Kann ich dafür? Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Ja, bitte. Ja, den erweiterten Fahrscheinverkauf muss ich noch etwas üben. Ich dachte, es funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Ach Mensch, da stehen die Vorfahrt genommen. Ja, rechts vor links. Solche Probleme hier. So, nächster Halt Gausdorf. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ach. So, ja. Die Animation der Fahrgäste ist jetzt nicht das Beste im Spiel, dass die laufen so steif. Das ja, ist nicht so schön, aber das ist ja auch nicht das Wichtigste im Spiel. Ist ja immer ein Bus-Simulator und nicht ein Fahrgast-Simulator. Aber ansonsten wirklich hier der Sound, wie ihr hören könnt, fantastisch. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch sagen, genau, es gibt ja nun mittlerweile schon den OMSI 2. Das ist mir bewusst. Ihr werdet euch jetzt fragen, wieso Let's Playt ja nicht den OMSI 2? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich den OMSI 2 noch nicht besitze. Deswegen muss ich mich erstmal mit dem ersten Teil von OMSI begnügen. Aber den OMSI 2, den werde ich mir auch bald kaufen. Und ab da werde ich dann natürlich den OMSI 2 Let's Playen. Aber der OMSI 1, der reicht doch erstmal. Der ist doch bestimmt genauso geil wie der OMSI 2. Ist halt Einsteindorf Marktplatz. Ja, das ist schon die vorletzte Haltestelle, also ihr seht, die Linie ist wirklich sehr, sehr kurz. Die nächste ist jetzt die 92er Linie in Berlin-Spandau. Die geht 45 Minuten knapp. Ja, die werde ich auch als nächstes spielen. Und ja, danach dann.
Oder wenn ihr überhaupt welche, ne? Ja, die werden hier rüber. Ich werde hier niemanden überfahren. Genau. Ja, genau so und ab. Und nach Berlin Spandau werde ich dann eben andere Maps let's playen. Also, ja, Maps aus dem OMSI-Forum. Und ja, und dann irgendwann nochmal ein Add-on, Berlin, Quatsch, Berlin, Hamburg Tag und Nacht, Wien oder der Stadtbus, was weiß ich. Mal gucken. Aber jetzt erstmal das. So, da haben wir das geschafft. Hier fahren wir jetzt mal vor zur Starthaltestelle wieder. Gut. So Leute, das war also meine erste Folge von meinem Let's Play OMSI, der Omnibus Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part werden wir dann die Rücktour hier antreten und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder vielleicht ein Abo. Ich brauche ein paar Abos, bis jetzt habe ich noch 0 Abonnenten, das liegt ja daran, weil ich erst angefangen habe. Aber das wird schon. Also Leute, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.